Einen schönen guten Morgen in unserem Webinar zum Thema kollaboratives Cloudworking. Wir haben uns entschlossen, relativ kurzerhand entschlossen, aufgrund dieser aktuellen Lage durch die Corona-Krise und durch das viele Homeschooling und Homeworking, Homeoffice, haben wir uns entschlossen, dieses Webinar anzubieten, wo wir ein paar Tools Ihnen vorstellen möchten. Wir machen das im Auftrag vom Pädagogischen Institut und Zentrum für kommunales Bildungsmanagement der Stadt München. Und wir sind vom Studio im Netz, einer medienpädagogischen Einrichtung aus München. Und ich zeige mal ganz kurz, wer von unserer Seite dabei ist. Das ist mein Kollege Florian Lerch, der gleich auch noch ein bisschen was vorstellen wird. Dann haben wir den Tobias Konopatsch noch dabei, der ist ein bisschen unser Chatbeauftragter heute. Das heißt, wenn Sie heute Fragen haben während des Seminars, dann können Sie gerne das in den Chat schreiben und Tobi wird dann später immer mal uns sagen, was es da an Infos gibt oder an Fragen gibt. Und mein Name ist Björn Friedrich. Genau, das ist das Team für heute. Und was wir jetzt vorhaben heute und auch beim zweiten Teil des Webinars, das wird Ihnen jetzt der Florian vorstellen. So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich gebe Ihnen mal ganz kurz einen kleinen Überblick, was heute so passieren wird. Ich gebe hier mal meinen Bildschirm frei. Kurz vorweg, wir arbeiten mit der App Zoom. Das werden Sie ja alle schon mitbekommen haben. Es gibt natürlich noch andere Apps, die zeigen wir Ihnen teilweise auch heute. Genau, heute soll es zum Thema Präsentieren, Kommunizieren und Organisieren Themen geben. Hier haben wir einmal die Apps Zoom, Jitsi, Trello und Slack. Alle von diesen Apps haben verschiedene Funktionen, beziehungsweise unterscheiden sie sich hin und wieder nur marginal in ihrer Funktionsweise. Zoom und Jitsi sind relativ ähnlich und bei Slack und Trello werden wir später auch noch drauf eingehen, was bei diesen Apps an Mehrwert gibt. Und am Freitag geht es dann um Kollaborieren, Diskutieren und Abstimmen. Da gehen wir dann auf verschiedene Apps ein, zum Beispiel Etherpads, die sich dazu eignen, über Raum und Zeit getrennt voneinander an gemeinsamen Workflows zu arbeiten. Dann digitale Notizbücher. Was macht die so sinnvoll im Homeoffice, in der Teamarbeit? Und auch Apps und Tools zur Diskussion und Entscheidungsfindung. Da gibt es einmal die App TreeCider und die App Poll Unit. Wobei wir heute auch über Poll Unit noch eine kleine Umfrage machen werden, aber dazu später dann mehr. Ja, genau. Jetzt muss ich wieder die... Habe ich das jetzt gemacht? Nein. Genau, doch. Okay. Doch. Passt. Okay, gut. Okay. Gut, vielen Dank soweit. Also das war schon mal die Vorschau und wir steigen jetzt mal ein. Und dazu muss ich jetzt meinen Bildschirm freigeben. Wie gesagt, es geht zunächst um die Tools zum Videomeeting und auch Webinargestaltung. So. Und genau, wir beginnen mit Zoom, das wäre also das erste Tool. Wie gesagt, wir werden jetzt mal einen groben Überblick geben, immer über die Tools. Und falls Sie dann vertiefende Fragen haben, können wir eventuell auch noch weitere Webinare anbieten. Das müssen wir dann noch überlegen. Dazu ist dann auch die Umfrage am Schluss dieser Stunde, am Schluss dieses Webinars hilfreich. Da können Sie dann nochmal angeben, ob Sie weiteres Interesse haben. Aber für den Beginn für heute, wie gesagt, ein kurzer Überblick über vier Tools. Und das erste Tool, Zoom, das nutzen wir alle gerade. Das heißt, die Leute, die später dieses Video bei YouTube sehen, die nutzen es gerade nicht. Alle anderen, die jetzt live dabei sind, nutzen es schon. Das heißt, Ihnen sind einige Grundlagen bekannt. Für die anderen erkläre ich es nochmal.
Also ganz grob, Zoom ist eben eines dieser vielen Tools für Videokonferenzen und Online-Meetings. Und Zoom ist in den letzten Wochen wirklich ziemlich explodiert vom Erfolg. Es ist so einer der Gewinner der Corona-Krise, das kann man wirklich so sagen. Da gab es jetzt auch diverse Medienberichte viel Aufmerksamkeit, und man bekommt es eben an allen Ecken und Enden mit, dass Leute jetzt ganz oft Zoom nutzen. Und das ist schon ein Stück weit erstaunlich, weil es ja viele andere Lösungen gibt. Also für Webinare war beispielsweise Adobe Connect so eine Art priorisierte Lösung bei sehr vielen. Ansonsten gab es für einfach Online-Meetings und Videokonferenzen, Videochats und so weiter, gibt es ja diverse Apps wie WhatsApp, was wir wahrscheinlich alle oder die meisten von uns installiert haben. Es gibt Skype seit vielen Jahren, es gibt Microsoft Teams, was das auch anbietet. Es gibt von Apple FaceTime, von Google Hangouts, dann die App Discord, die unter Gamern vor allem populär ist, aber die auch verschiedentlich mittlerweile schon genutzt wird. Whereby war auch eine Softwarelösung für Webinare oder für kleinere Meetings, die eine Zeit lang sehr intensiv genutzt wurde, aber Zoom hat sich jetzt wirklich ein Stück weit nochmal etabliert und durchgesetzt. Einfach weil es relativ stabil läuft, auch für größere Menschenmengen. Das ist tatsächlich ein Vorteil. Da gibt es ja oftmals schon Probleme, wenn eben zu viele Leute teilnehmen möchten an einem Meeting, dann brechen oftmals die Softwarelösungen zusammen und laufen nicht mehr so stabil. Und das ist bei Zoom wirklich gut gelöst. Das funktioniert eigentlich ziemlich reibungslos, auch mit größeren Menschenmengen. Auch wie heute, wir haben jetzt 100 Leute und ich hoffe, es läuft bei Ihnen auch gut. Bei mir sieht es jedenfalls momentan gut aus. Also es ist eigentlich relativ stabil. Wir gucken mal kurz auf die Webseite. Einen Moment. So, die ist hier. Die Webseite von Zoom. Also, das Unternehmen gibt es erst seit 2011, also ist im Vergleich zu manchen anderen Diensten wie Skype oder auch WhatsApp relativ jung und war lange so eher unter der Oberfläche und unter dem Radar geschwommen, war aber trotzdem schon einigermaßen erfolgreich und wie gesagt, jetzt momentan kommt der ganz große Boom. Und man sieht auch auf der Startseite, da ist gleich hier oben auch ein Sonderbutton, es wurden Ressourcen entwickelt, um in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Das heißt, die haben natürlich auch mitbekommen, dass sie jetzt bei dieser Covid-19-Pandemie extrem intensiv genutzt werden. Das stellt die auch vor Herausforderungen, hat man jetzt auch schon gelesen, dass es da auf technischer Seite durchaus anspruchsvoll ist und dass sie da durchaus auch zu kämpfen haben. Aber sie versuchen das gut zu bewältigen und haben eben auch reagiert, indem sie zum Beispiel jetzt momentan Webinare und Live-Demos und so weiter anbieten. Es gibt Video-Tutorials und vieles mehr. Also wer sich da nochmal vertiefen möchte und wer selber mit Zoom auch größere Meetings oder Konferenzen veranstalten möchte, der kann sich momentan auf der Webseite von Zoom auch umsehen und kann da Anregungen finden. Einfach unter zoom.us ist das zu finden. Ich möchte Ihnen auch noch kurz zeigen, was es an Downloads gibt, denn wir hatten Ihnen ja auch geschrieben, es empfiehlt sich, die eigene Software von Zoom zu verwenden. Also eigentlich läuft Zoom auch im Browser, aber nicht so stabil und zuverlässig. Und es ist tatsächlich hilfreich, diese Software zu installieren. Das ist einfach hier im Download Center. Der erste Punkt, der Zoom-Client für Meetings, den kann ich mir downloaden und installieren. Da ist keine Registrierung und keine Anmeldung notwendig, sondern man kann das auch einfach mit einem Username, den man beliebig eingibt, später nutzen und kann dann an anderen Meetings teilnehmen. Man kann auch eigene Meetings gestalten und dazu gucken wir kurz in die Preismodelle, das noch vorweg. Es gibt die kostenlose Basisvariante. Da kann ich selbst auch kurze Meetings gestalten. Da gibt es allerdings ein Zeitlimit in Höhe von 40 Minuten. Und das ist natürlich ein Limit, was schon relativ kurz ist. Man müsste sich dann alle 40 Minuten neu einwählen. Das wäre möglich, aber irgendwann nervt es vielleicht. Ansonsten gibt es eben verschiedene Varianten, die dann mehr erlauben, die dann auch zeitunbeschränkt möglich sind beispielsweise. Und da geht die günstigste Lösung hier bei 14 Euro im Monat los. Also das ist, glaube ich, was erschwinglich ist und was zumindest, wenn man das mal für ein paar Monate vielleicht jetzt momentan benötigt in dieser Corona-Homeoffice-Zeit, dann kann man sich eventuell auch das kaufen. Aber wie gesagt, ansonsten geht die Basisvariante auch schon einigermaßen umfangreich. So, das sind mal die drei Sachen, die ich Ihnen von der Webseite zeigen wollte. Ansonsten ist es so, dass ich Ihnen, deshalb gehe ich zurück in die Prezi, dass ich Ihnen, während ich hier dieses Zoom-Meeting steuere, nicht alles zeigen kann. Deshalb habe ich da ein paar Screenshots gemacht und möchte Ihnen mal ein bisschen zeigen,
wie das Ganze von innen aussieht, also wenn Sie die Software haben und eigene Meetings veranstalten und so weiter. Ich sehe da oben im Chat ploppen immer wieder Sachen auf, da schauen wir dann später nochmal drauf. Also, hier mal ein paar Screenshots. Das ist zum einen eben die Ansicht, wenn Sie die Software installiert haben, dann kennen Sie das. Wenn Sie diese Software öffnen, dann haben Sie erstmal diesen Bildschirm, wo Sie eben hier links sagen können, Sie möchten ein neues Meeting starten oder Sie möchten zu einem laufenden Meeting beitreten. Das ist soweit selbsterklärend, glaube ich. Sie können auch Meetings planen. Das empfiehlt sich eben, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben morgen früh um 10 Uhr ein Webinar, dann kann man das am Tag vorher oder auch eine Woche vorher anlegen und planen und kann da diesen Einladungslink auch schon mal verschicken, damit es schon mal bekannt gegeben ist. Und es gibt hier noch die Option, nur den Bildschirm freizugeben, also ohne Webcam oder so zu agieren, sondern nur etwas zu zeigen. Das ist sowieso auch die Möglichkeit, die man später immer noch machen kann. Also man kann mit einer Webcam arbeiten, muss aber nicht. Man kann seinen Bildschirm freigeben, muss aber nicht. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Hier oben in der Software hat man dann nochmal die Übersicht. Das ist eben die Startseite. Es gibt nochmal einen Chatverlauf. Es gibt die Meetings, die vergangenen und die geplanten. Und es gibt Kontakte, die man über Zoom vielleicht hat, die hier oben einsehbar sind. Ansonsten ist es so, wenn man ein Meeting plant, dann kann man das folgendermaßen gestalten. Hier oben das Thema eingeben, hier eben Datum und Uhrzeit, die Dauer, wie lange ist es geplant. Wie gesagt, in der kostenlosen Variante maximal 40 Minuten. Die Zeitzone ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Das ist je nachdem manchmal voreingestellt auf USA. Das sollte man auf Deutschland oder auf unsere Zeitzone zumindest umstellen. Dann kann man Meeting-ID entweder die persönliche nehmen oder man kann automatisch eine neue ID erzeugen lassen und man könnte ein Meeting auch mit einem Passwort schützen. Ich habe jetzt mal hier das sehr sichere Passwort Test 123 gewählt. Sie können dann natürlich ein Passwort Ihrer Wahl entsprechend hier eingeben. Dann können Sie auswählen, wie ist es mit Video, soll das für alle aktiv sein oder nur für den Host, wie ist es mit Audio, man könnte auch telefonisch teilnehmen oder eben über Computer-Audio, so wie wir das jetzt tun. Und so weiter. Also das sind diese Optionen, die hier beim Planen des Meetings vorgegeben werden. So, dann schauen wir zum nächsten Punkt. Wenn Sie im Meeting sind oder in einer Konferenz sind, so wie Sie momentan jetzt die Live-Teilnehmenden das auch schon sind, dann können Sie Einstellungen anpassen. Das haben Sie vielleicht schon entdeckt. Da kann man einige interessante Sachen nochmal machen. Also die allgemeinen Einstellungen sind, glaube ich, nicht so elementar wichtig, aber es sind so ganz nette Features wie eben, man kann sich erinnern lassen, 15 Minuten bevor ein Meeting beginnt. Man kann den Hautton auswählen, wenn man zum Beispiel einen Like, Daumen irgendwo vergeben will, dann kann man auswählen, welche Hautfarbe man das machen möchte und so weiter. Was spannender ist, sind tatsächlich die Videoeinstellungen. Da kann man eben die Kamera auswählen, man kann eine HD-Ansicht einstellen, man kann ein bisschen so einen kleinen Beauty-Filter gibt es auch, der ist nicht, weiß ich auch nicht, wie sinnvoll der wirklich ist und wie viel der wirklich bewirkt, aber das ist auch einstellbar. Bei Audio gibt es natürlich auch verschiedene technische Möglichkeiten. Bildschirm freigeben ist nochmal wichtig, was möchten Sie da freigeben, den ganzen Bildschirm oder nur einen Teil oder ähnliches? Und interessant ist auch dieser virtuelle Hintergrund. Also Sie sehen das auch bei uns, bei Florian und mir, dass wir hinter uns diese blaue Wand haben. Wir sitzen nicht wirklich vor so einer blauen Wand, sondern vor einem Greenscreen. Und das wird dann eben virtuell hinzugefügt. Da können Sie also Bilder Ihrer Wahl auswählen. Gibt es auch ganz witzige Experimente und Fotos mittlerweile, die im Netz kursieren. Man kann sich an den Strand setzen oder auf den Mond oder sonst wohin. Also einfach eine Greenscreen-Technik, die hierüber nochmal möglich ist. Sie können das Ganze aufzeichnen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, in der Regel auch selbsterklärend, aber da gibt es nochmal einige gute Einstellungsmöglichkeiten. So, und das ist jetzt das, was momentan nur wir sehen, also nur die Hosts eines Meetings. Das ist jetzt eben kein Live-Bild, sondern auch ein Screenshot. Aber da kann man zum Beispiel eben hier unten sehen, wie viele Leute nehmen gerade teil und wie ist es mit der Bildschirmfreigabe. Also welcher Bildschirm ist freigegeben oder will ich meinen eigenen Bildschirm freigeben? Ich kann hier in den Chatverlauf gucken und ich kann eben hier die Aufzeichnung starten oder pausieren oder am Ende wieder stoppen. Und ich könnte noch Leute einladen, wenn ich noch Leute persönlich hinzufügen möchte, die momentan nicht im Meeting sind, dann kann ich das über den Button tun. Genau, das ist wie gesagt die Ansicht für die Hosts, also die Gastgebenden eines Meetings. So, und
Zu guter Letzt noch ein Blick, wenn man den Bildschirm freigeben möchte. Also wenn man hier draufklickt auf dieses grüne Bildschirm freigeben, dann erscheint dieses Fenster und dann können Sie eben auswählen, was möchten Sie freigeben. Soll der komplette Bildschirm freigegeben werden oder nur ein Browser oder eine Anwendung? Sie könnten auch ein Whiteboard machen, also ein leeres, weißes Board, wo Leute was einzeichnen können oder was reinschreiben können. Für iPhone und iPad gibt es noch eine spezielle Anwendung und man könnte auch Dateien hochladen oder Ähnliches. Also auch da gibt es relativ viele Möglichkeiten, was da alles freigegeben werden kann. Genau. Das war soweit ein kurzer Einblick zu Zoom. So, bevor zu Jitsi kommen, ich glaube, gibt es einige Fragen im Chat. Ja, dann gehen wir nochmal an den Tobi, was der an wichtigen Fragen rausgepickt hat. Genau, im Chat wurde ein bisschen was geschrieben. Und zwar haben einige Leute mitgeteilt, dass das Zeitlimit aufgehoben wurde inzwischen. Das heißt, es ist nicht mehr limitiert. Weißt du darüber was, Björn? Interessant. Ich hatte nur gelesen, also wir haben eben die Bezahlversion, deshalb fällt uns das momentan nicht auf. Ich hatte gelesen, dass es in Asien aufgehoben wurde, eben wegen Corona. Möglicherweise wurde es jetzt auch für Europa aufgehoben. War mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, aber könnte sein, ja. Okay, genau. Und was auch einige Leute noch interessiert hat, wie es mit dem Datenschutz aussieht, ob das Ganze DSGVO-konform ist, weil es da ja auch einige Gerüchte gab diesbezüglich. Genau, ja. Da gab es auch viele Berichte und Artikel und es gibt unterschiedliche Meinungen, so viel kann ich dazu sagen. Also es ist ganz weit verbreitet die Ansicht, dass es eben nicht DSGVO-konform ist, weil amerikanische Anbieter und so weiter, wir kennen das ja auch von sämtlichen Google- und Facebook-Diensten, und Software angeboten, dass man immer sagt, das ist DSGVO aus dieser Sicht kritisch oder nicht konform. Ich habe aber auch schon Meinungen gelesen, wo es heißt, es sei schon konform, weil man eben auch noch gewisse Einstellungen anpassen kann. Also es geht zum Beispiel um eine Funktion, die es erlaubt, Leute mitzuverfolgen, damit man zum Beispiel, wenn man ein Webinar für Schüler macht oder auch für Mitarbeitende, damit man überprüfen kann, sind die Leute wirklich bei der Sache oder machen die nebenbei was anderes und haben das Webinar nur im Hintergrund laufen. Das könnte man eben nachverfolgen und diese Option kann man aber auch ausstellen. Und dann wäre das wohl ein Stück weit DSGVO-konformer. Und insofern, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen. Die meisten sagen, es ist nicht ganz koscher, aber andere sagen, es ist schon okay. Und insgesamt liest man oft, so die normative Kraft des Faktischen wirkt einfach momentan. Es ist momentan sehr beliebt und es funktioniert gut und deshalb wird es genutzt. Und Datenschutz ist dann eher zweitrangig. Deshalb würde ich sagen, wenn Sie das nutzen möchten, entweder nochmal mit der eigenen Dienststelle abklären oder mit der Schule, ob das erlaubt ist, ob das möglich ist, beziehungsweise sonst einfach selbst entscheiden, ob man das jetzt nutzen möchte in dieser Ausnahmesituation momentan oder ob man auf eine andere Lösung vertraut. Okay, danke. Dann gibt es noch eine weitere Frage und zwar, ist die Anzahl der Sitzungen pro Woche, ist die limitiert oder kann man das beliebig viel nutzen? Also zum Beispiel nach einer 40-Minuten-Sitzung direkt nochmal eine starten, falls es wirklich abbricht? Ja, also momentan, nach unserer Erfahrung, ist es nicht limitiert, auch in der kostenlosen Variante nicht. Also das wurde auch, habe ich oft schon gelesen, wurde oft schon geschrieben, dass man eben in der kostenlosen Variante auch wirklich Sitzung an Sitzung starten kann. Und auch bei uns jetzt gab es bislang keine Limitierung. Wir haben jetzt auch schon viel gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Und ja, da gab es bislang keine Probleme. Genau. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, wir kommen langsam zu Jitsi. Oder haben wir noch was ganz Wichtiges? Hier ist die Frage, wie man den Klarnamen ändern kann. Ist der Klarname der Benutzername oder was ist damit gemeint auch? Also man kann im Prinzip in den Profileinstellungen immer den Namen ändern, der angezeigt wird. Also bei mir wird jetzt Zinnstudium Netz angezeigt und das kann ich in den Profileinstellungen eingeben, was dann eben hier angezeigt werden soll. Okay. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wenn es weitere Fragen gibt, verschieben wir die auf später. Wir können ja ganz am Ende nochmal Fragen aufgreifen. Aber um jetzt im Zeitplan ein bisschen zu bleiben, würde ich mal an den Florian übergeben und genau. Machen weiter. Super, danke schön. ja. Zoom ist ja relativ kontrovers schon gewesen, natürlich auch dadurch, dass es eben so stark genutzt wird in der letzten Zeit. Gibt es in den Medien auch verschiedene Meinungen. Anders als Zoom funktioniert, also in der Funktionsweise ist es recht ähnlich, aber anders aufgebaut. Von der Herangehensweise ist Jitsi, habe ich den
Computer frei, Bildschirm freigegeben? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Genau. Jitsi ist eine Reihe von Open-Source-Videokonferenz-Tools. Also da gibt es verschiedene Arten, wie man Jitsi nutzen kann. Die Rede ist, soll jetzt hier von Jitsi Meet sein, was eben genau so funktionieren soll wie Zoom, allerdings eben ein paar Gadgets hat es noch, die eben anders laufen. Genau, bei Jitsi ist es so, dass man, Sie haben es ja schon gesehen und auch Björn Friedrich hat es gerade erklärt, dass man eben Emotes bei Zoom zeigen kann. Ich glaube, es sind klatschende Hände oder ein Daumen nach oben. Für die, die sich während einer Konferenz melden wollen, zu Wort melden wollen, gibt es bei Jitsi die Möglichkeit, die Hand zu heben. Und das wird dann auch so lange sich gemerkt von dem Bildschirm, bis der Moderator darauf eingegangen ist und ist komplett kostenlos. Und bevor die Frage kommt, DSGVO-konform oder nicht, dadurch, dass es eine freie Software ist und man auch einen eigenen Server auf Linux-Basis erstellen kann, der natürlich dann auch, gepflegt werden muss, das ist klar, aber die Möglichkeit besteht trotzdem. Ist auf jeden Fall die Sicherheit ein bisschen mehr gegeben, beziehungsweise kann man das auf jeden Fall offensichtlicher sagen. Ich würde Sie jetzt mal mitnehmen auf die Reise, wie geht man denn bei Jitsi in eine Konferenz. Jetzt gehe ich mal hier auf die Seite. Und Sie sehen es wie bei Zoom auch, hier kann man sofort ein Meeting erstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe das hier schon mal ausprobiert. Sind Webinar, starten wir jetzt einfach so, gehen auf Go. Und normalerweise, und das sieht jetzt ganz gut aus, ja, normalerweise sind wir dann sofort drinnen. Sie sehen es jetzt auch gleich. Hier unten sieht man meine Maus. Ich denke, wenn nicht, dann schreiben Sie es gerne in den Chat. Man kann eben hier die Hand heben oder nicht. Das sieht man rein. Ja, sehr gut. Genau. Hier würde man dann eben, wenn mehr Teilnehmer in meiner Konferenz sehen, würde man die Kachelansicht sehen. Das gibt es bei Zoom auch. Die Einstellungen, ob man eben auflegen will, das Audio oder das Video an- oder ausmachen will. Klar, hier die Chat-Funktion und den Screen-Share, eben das, was ich jetzt gerade hier über Zoom mache. Und hier weiterhin gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten und Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt eben auch mehrere Teilnehmer in einer Konferenz wären, könnte ich das auch hier generalisiert einfach jeden stummschalten. Und was ich ganz interessant finde, weil das vielleicht hin und wieder in verschiedenen Szenarien gar nicht so schlecht ist, wir können hier auf Shortcuts gehen und dann sieht man hier eben, was man alles so machen kann. Push to talk, jetzt machen wir das mal mit raise or lower my hand, damit ich was sagen kann. Ist R und hier sehen Sie links oben steht jetzt meine Hand angezeigt für den Moderator, beziehungsweise wie gesagt, jetzt ganz beispielsweise für die Konferenz, dass eben ich mir jetzt schon mal einen Redeanteil gesichert habe. Apropos Redeanteil, man kann hier auch, wo war das denn? Man kann auf jeden Fall noch eine Ansicht machen, in der aufgelistet wird, wie der Redeanteil aller Teilnehmer verteilt ist. Ich sehe es jetzt auf die Schnelle gerade nicht. Das ist jetzt doof, aber da müssen wir jetzt mit klarkommen. Auf jeden Fall kann man das natürlich dann, es kommt wieder mal auf Setting an, dazu nutzen, um eben zu gucken, vielleicht bei einer, weiß ich nicht, Realschulprüfung, mündliches Englisch,
eine Debatte zwischen 5 Schülern und am Schluss kann sich der Lehrer hier eben angucken, wer hatte den größten Redeanteil und was auch immer. Genau, das machen wir jetzt nicht, aber Sie sollten es trotzdem wissen, weil das eben ein paar Funktionen sind, die Jitsi von Zoom unterscheidet. Genau, und dann hier machen wir das aus, gehen wieder zurück. Na? Genau. Jetzt. Wo ist es denn? Okay, gut. Dann gehen wir weiter zu der App Trello. Nee, warte mal. Warte mal ganz kurz, Flo, bevor wir jetzt weitermachen. Hier gibt es noch ein paar Fragen zu Jitsi. Mhm. Und zwar, gibt es die App oder die Plattform nur auf Englisch oder kann man auch die Sprache ändern? Das habe ich mir habe ich mich auch gefragt. Ich denke, wenn man das selbst hostet, also den Server selbst hostet, könnte man das wahrscheinlich einstellen. So mit den ganz normalen Einstellungen geht das nicht. Aber es sind ja auch nicht allzu viele Sachen, die man da lesen muss. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube nicht. Sind natürlich auch schon auch ein bisschen so ein paar Sachen, die größeren Anspruch gebrauchen als für eine kostenlose Software. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, genau, aber ich finde es auch nicht allzu wichtig, muss ich sagen. Die paar Sachen, die man machen kann, die hat man nach 2-3 Mal, also 2-3 Versuchen, hat man die drin, meiner Meinung nach. Okay, das heißt, genau. Die Begriffe erklären sich von selbst nach einer Zeit. Ja, genau, richtig. Ist es wichtig, was man für einen Browser benutzt? Zum Beispiel braucht man Google Chrome, damit es eine stabile Verbindung hat oder gehen da auch andere Browser? Ich habe die Erfahrung gemacht, mit Google Chrome geht es am besten, ja. Man muss auch sagen, bei Jitsi, wenn man, also es gibt die Apps auch, das habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, also für Android und iOS. Wir hatten letzte Woche ein Online-Angebot mit Kindern. Da waren wir, glaube ich, zu 12 oder zu 13 in einem Jitsi-Chat und haben nebenbei noch eine andere App gebraucht, mit der man sozusagen Montagsmaler spielen konnte. Und mir ist es persönlich passiert, dass mich Jitsi dann in der Mobile-Version ständig rausgeworfen hat. Kann daran liegen, dass man es eben mit anderen Programmen zusammen genutzt hat. Aber die Erfahrung habe ich eben gemacht. Genau, deswegen würde ich sagen, bei Jitsi auf jeden Fall im Computerprogramm nutzen. Und da dann eher Chrome, ja. Genau. Okay, dann haben wir hier noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es Überlegungen des PI, dass man schulweit irgendwelche Hosts einrichtet? Das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht genau. Also da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, da irgendwelche Prognosen zu machen. Deswegen kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht ist es wünschenswert. Lassen Sie gerne Ihre Kommentare da. Ich finde schon auch, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre. Aber die Entscheidung treffen auf jeden Fall andere. Alles klar, danke. Genau, danke euch. Ja. Okay. Gut, dann würde ich weitermachen mit Trello. Ja, oder? Ist gut. Ja. Alles, ja. Gut, es gab im Chat noch eine Meldung, da hieß es, bei Chip kann jetzt auch auf Deutsch runtergeladen werden. Müssten wir mal nachschauen. Danke für den Hinweis. Oh man ja, lernt, danke sehr. Man lernt nie aus und momentan gehen die Entwicklungen so schnell und so rasant und täglich kommt irgendwas Neues. Es ist wirklich schwer, zum Teil den Überblick zu behalten, aber wir gucken da auch nochmal nach. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Tool, zu Trello. Und dazu muss ich jetzt wieder meinen Bildschirm freigeben und muss Ihnen Trello zeigen. So sieht es aus. Das ist eine App, die für Aufgabenverwaltung und Projektmanagement sich gut eignet. Im weitesten Sinne.
Das kann sehr vieles sein. Also Projektmanagement klingt sehr hochgestochen. Es ist tatsächlich auch für große Projekte wirklich gut geeignet. Wir haben zum Beispiel, sehen Sie hier, eine Kinder-App, Kinder-Info-App namens Kabu. Die haben wir vor 2,5 Jahren veröffentlicht und die haben wir von dem Entwicklerteam auf technischer Seite eben entwickeln lassen und hatten noch einen Grafiker mit im Boot, der die optischen Elemente gestaltet hat und die Titelfigur und so weiter. Und da haben wir auch mit Trello gearbeitet. Da war es wirklich sehr hilfreich, um eben die verschiedenen Leute, die auch in verschiedenen Städten saßen, zu koordinieren und die Aufgaben zu verteilen und so weiter. Man kann es aber auch viel kleinteiliger machen, wenn Sie in der Schule zum Beispiel eine Theater-AG leiten mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen beispielsweise. Dann könnten Sie auch sagen, Sie möchten die Absprachen für das Theaterstück zum Beispiel über Trello koordinieren, wer besorgt welche Requisiten, wer kümmert sich um was, wer macht Werbung, wer macht einen Flyer und ähnliches und können da entweder Ihre KollegInnen oder die SchülerInnen mit einbinden und denen Aufgaben zuweisen oder auch für private Zwecke, für die Urlaubsplanung oder ähnliches. Oder wenn natürlich die SchülerInnen miteinander arbeiten und zum Beispiel eine Gruppenarbeit gestalten oder ein gemeinsames Referat oder ähnliches vorbereiten, könnte sowas auch genutzt werden. Also es gibt viele Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt mal ein Board geöffnet. Also Sie hatten vorhin schon gesehen, auf der Startseite sieht man eben die verschiedenen Boards, also die Pinnwände, die Arbeitswände quasi. Und ein Board ist hier eingeteilt erstmal in verschiedene Listen, also Kategorien. Wir haben hier jetzt mal diese 4 Beispielkategorien. Was ist noch zu tun? Was ist momentan in Arbeit? Wo sind offene Fragen? Und was ist bereits erledigt? Das wären jetzt mal unsere Beispielobjekte. Und an jede Liste können Sie verschiedene Karten anpinnen und hinzufügen, also Aufgaben hinzufügen. Das ist so die Grobstruktur. Es gibt eben verschiedene Boards für verschiedene Projekte oder Vorhaben. Und in den Boards gibt es dann Listen und an den Listen hängen die Karten. Das ist soweit ganz logisch und von der analogen Welt ins Digitale ganz gut übertragen und visuell ganz schön umgesetzt. Ich könnte jetzt einfach auch diese Listen umbenennen, zum Beispiel offene Fragen, wenn ich draufklicke und ich schreibe da noch offene Fragen rein oder so, dann ist das ruckzuck umbenannt. Ich kann auch eine neue Liste hinzufügen, auch hier einfach Titel eingeben und schon ist sie da. Also das geht relativ schnell, dass man hier eben Sachen hinzufügen kann. Und da dann könnte ich eben auch wieder sagen, ich möchte eine Karte hinzufügen oder ähnliches. Oder ich kann das Ganze auch archivieren. Also man kann auch alles, was man nicht mehr braucht, ins Archiv verschieben. Und es gibt dann noch eine Archivfunktion, wo man das alles auch wieder aufrufen kann, was mal archiviert wurde. So, jetzt habe ich diese Liste also wieder gelöscht bzw. archiviert. Wenn ich Karten hinzufügen will, also wenn mir was Neues einfällt, kann ich einfach hier draufklicken, zum Beispiel, ich mache jetzt mal eine Karte Kaffee kochen, ist relativ sinnfrei, aber ist egal, einfach mal als Beispiel. Dann habe ich diese Karte hier angepinnt. So, und jetzt sehen Sie zum Beispiel hier in den Karten sind diese kleinen Buttons von Flo und mir zu sehen, weil ich dann eben auch Zuständigkeiten zuweisen kann. Also wenn ich die Karte jetzt editieren will hier auf dem Stift, dann habe ich da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich Mitglieder ändern. Also wenn ich sage, wer soll eigentlich Kaffee kochen? Das mache ich jetzt mal selbst. Also klicke ich mich an und sage, okay, Björn kocht Kaffee. Ich könnte jetzt Flo auch noch hinzufügen, muss ich aber in dem Fall nicht. Ich könnte eine Frist festlegen, wenn ich sage, mein Kaffee soll heute Mittag um 12 Uhr fertig sein. Das ist auf morgen. Gehen wir mal auf heute. 1. April, 12.00 Uhr. So. Ich kann mich noch erinnern lassen, Viertelstunde vorher oder Kaffee dauert gar nicht so lange, mache ich 10 Minuten vorher, kann ich das speichern. So, dann werde ich also 10 Minuten vorher dran erinnert. Dann könnte ich noch Labels hinzufügen. Also ich könnte verschiedene farbige Markierungen hinzufügen, könnte diese Labels auch benennen, wenn ich ein neues Label erstelle, um das nochmal übersichtlicher zu gestalten und um mit verschiedenen Farben, Kategorien und Zuweisungen zu arbeiten. Genau. Und was ich noch machen kann, ist, wenn ich eine Karte mit Doppelklick anklicke, dann komme ich quasi in die Details. Dann könnte ich jetzt auch noch eine detaillierte Beschreibung hinzufügen. Brauche ich in dem Fall nicht, aber da könnte ich jetzt noch diversen Text, also um was geht es konkret oder was ist gemeint, hinzufügen. Hier habe ich wieder die Option Mitglieder und Labels und so weiter vergeben. Das kennen wir, auch die Frist kennen wir. Die Checkliste finde ich noch sehr praktisch. Das sind nämlich so einzelne Punkte. Da könnte ich jetzt schreiben, Kaffee, weiß ich nicht, mit Milch
und ohne Zucker zum Beispiel. So, dann habe ich hier so eine Checkliste und dann kann man später das abhaken, was man erledigt hat oder was noch offen ist. Das heißt, es ist auch durchaus eine praktische Funktion, dass man hier noch in den einzelnen Karten eben verschiedene Unterpunkte angeben kann und verschiedene Teilaufgaben beispielsweise definieren kann. Ich könnte auch ein Titelbild hinzufügen, um das grafisch noch schöner zu gestalten. Haben wir in dem Fall noch nicht, aber der wird dann automatisch bei Unsplash nach Bildern gesucht. Suchen wir mal kurz nach Kaffee und nehmen hier die Kaffeemaschine, um in diesem sinnfreien Beispiel zu bleiben. Dann sehen Sie hier links, da ist auch die Kaffeemaschine schon eingebettet. So, und zu guter Letzt kann man noch Anhänge hinzufügen, was auch praktisch ist, wenn man also externe Dateien hochladen möchte oder auch man kann zugreifen auf andere Dienste wie Trello, was wir jetzt momentan haben, wo man eben aus anderen Boards noch was reinholen könnte. Sie können aber auch auf externe Dienste wie Google Drive oder Dropbox oder OneDrive oder ähnliches, also Cloud-Speicherlösungen, die könnten Sie auch verwenden oder Sie können auch Links angeben, wie jetzt zum Beispiel studioimnetz.de. So, dann ist dieser Link hier als Anhang, wird hier eingebettet. Also wie gesagt, als Anhang wären Dateien oder Links noch möglich. Was die Power-Ups sind, da schauen wir gleich noch drauf. So, aber das wäre jetzt meine Karte, die sieht jetzt so aus. Wie gesagt, hier unten habe ich die Frist, die bald abläuft und hier habe ich mein Bild und wenn ich draufklicke, komme ich zu weiteren Details. Hier sehe ich auch nochmal, es gibt 2 Unterpunkte in dieser Checkliste und 0 davon sind momentan erledigt. So, und diese Karte kann ich jetzt einfach auch verschieben. Wenn ich sage, ich mache jetzt gerade Kaffee, dann kann ich die hier rüberschieben zu in Arbeit. Es geht also auch mit Drag and Drop. Ich könnte aber auch hier verschieben nach, ja, eben auf die andere Liste, zum Beispiel offene Fragen. Und ich kann es am Ende eben auch wieder archivieren. Wenn es erledigt ist, schiebe ich es in Archiv. So, und dann ist dieser Punkt weg und ist die Karte erledigt und abgehakt und hier verschwunden. Genau. Das war soweit mal das Wichtigste dazu. Vielleicht noch ganz kurz zum Menü hier rechts. Ich kann zum Beispiel meinen Hintergrund ändern. Sie haben vielleicht vorhin gesehen, bei den anderen Boards haben wir zum Teil andere Hintergründe auch verwendet. Da können Sie sich hier verschiedene Fotos auswählen oder können eben Farben zuweisen oder ähnliches. Man könnte noch Sticker und GIFs und ähnliches mit einfügen, was so ein nettes Tool noch ist. Und was wirklich noch hilfreich ist, sind die sogenannten Power-Ups. Da lassen sich nämlich verschiedene andere Dienste noch verknüpfen, zum Beispiel auch Slack, was wir gleich noch vorstellen werden. Allerdings ist es so, in der Gratis-Variante ist nur ein Power-Up möglich. Also ich habe hier eigentlich viele verschiedene Dienste, Dropbox und Google Drive und so, hatte ich vorhin schon erwähnt. Slack wäre eben auch eine Möglichkeit und es gibt noch viele andere mehr, aber das wird unter Umständen dann auch kostenpflichtig. Und das vielleicht noch als letzter Satz. Auch hier ist es so, dass Trello an sich kostenpflichtig ist in der Basisvariante und dass es dann natürlich, wenn man das sehr intensiv nutzt, dass es dann Zusatztools gibt und Zusatzfunktionen, die kostenpflichtig erworben werden können. Okay, soweit der Schnelldurchlauf. Gibt es dazu Fragen? Ich schaue mal zu Tobias. Genau, auch zu Trello gibt es hier ein paar Fragen. Und zwar haben wir wieder die Frage mit dem DSGVO. Wie sieht es denn bei Trello mit dem Datenschutz aus? Auch da ist es wieder so, dass es eben kein deutscher, sondern amerikanischer Anbieter ist. Es ist immer diese Frage bei den ganzen ausländischen Diensten, wenn man das wirklich für schulische Zwecke nutzen möchte und zum Beispiel eben sensible Daten wie Noten oder Adressen der SchülerInnen oder ähnliches, dann sind diese Dienste in der Regel nicht geeignet. Das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man das, wenn man ein Auge zudrückt, sage ich mal, und es weniger verbindlich nutzt, zum Beispiel für die Theater AG, wo man auch mit Pseudonymen arbeiten kann und wo nicht jeder seinen Klarnamen eingeben muss oder ähnliches. Oder wenn man eben auf privater Ebene das nutzen möchte, um sich selbst zu organisieren oder mit der Partnerin oder dem Partner zusammen den Urlaub zu planen, dann glaube ich, ist der Punkt nicht so relevant. Ich sehe gerade, jemand schreibt Aluhut runter. Es ist tatsächlich eine schwierige Frage, dieser Datenschutz. Es ist ja eigentlich wichtig und richtig, dass sich die EU um den Datenschutz bemüht und deshalb finde ich auch die DSGVO im Kern schon eine wichtige Maßnahme. Leider hapert es dann in der Umsetzung manchmal und manchmal sind es einfach Hürden, die uns den Alltag erschweren und deshalb glaube ich, muss man da so seinen eigenen Weg finden und muss vielleicht auch mal 5 gerade sein lassen. Und zumindest da, wo keine sensiblen Daten eingepflegt werden, da, glaube ich, kann man sowas durchaus nutzen. Das heißt, es reicht, weil es gab ja die Meinung, dass wenn man einfach seinen Klarnamen ändert, dass das dann ausreichend wäre?
Stimmst du dem zu dann? Oder? Ich bin kein Datenschutzexperte. Ich kann da jetzt Ihnen keine rechtsverbindliche Auskunft geben. Wie gesagt, im Einzelfall am besten entweder mit den Vorgesetzten klären oder mit den Datenschutzbeauftragten, sofern es die gibt. Oder eben okay. Sich selbst eine Lösung suchen, die handhabbar ist. Dann haben wir hier noch eine weitere Frage, und zwar: Kann der Lehrer oder seine Schülerinnen und Schüler, können die bei Trello Videos einstellen? Gute Frage. Also sie können auf jeden Fall Videos verlinken, wenn die bei YouTube oder so veröffentlicht sind. Man kann Dateien hochladen. Ich bin mir jetzt spontan gar nicht sicher, wo das Maximum, also die Datengrenze liegt für den Upload. Falls es jemand weiß, gerne in den Chat schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kam noch nicht in die Verlegenheit. Also wir hatten verschiedene andere Sachen hochgeladen, wie PDFs oder Word-Dokumente oder Bilder. Das hat funktioniert, aber irgendwo gibt es wahrscheinlich ein Datenlimit. Ich weiß aber spontan nicht, wo das liegt. Und ob man jetzt Videos hochladen kann, liegt wahrscheinlich eher an der Größe der Dateien, würde ich mal vermuten. Aber kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen. Müssen Sie nochmal nachlesen. Alles klar, danke. Okay, dann, wir haben auch schon 10:45. Um in der Zeit zu bleiben, gebe ich jetzt wieder an den Florian und wir kommen zum letzten Punkt. Ich glaube, du bist noch stumm. Kann das sein? Ja, sorry. Gut. Danke. Ich zeige euch oder Ihnen jetzt noch schnell Slack. Das ist ein Tool, das so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein will. Funktioniert in einigen Teilen ganz gut, würde ich sagen. Auch die Praxis hat das gezeigt. Also ich nehme das selber auch her. Einen Moment. Ja, Slack ist ein Tool, das, wie schon gesagt, eigentlich alles können will. Es kann Telefonie, es kann Projekte überwachen, es kann verschiedene Channels machen. Diese Channels sind eben dazu da, um Arbeitsaufträge zu koordinieren, indem man das eben gliedert. Das macht vor allem Sinn, in größeren Unternehmen mit bis zu 1.000 oder über 1.000 Angestellten. Und da muss man dann schon wirklich schauen, dass man das gut gliedert, weil am Schluss wird es relativ unübersichtlich, wenn man da die Gliederung nicht gut macht. Wir gehen jetzt mal rein in die Channels. Wir haben hier, das ist von Haus aus voreingestellt, allgemein und zufällig. Ich habe hier unser Account heißt SinnWebinar, den Channel Online-Fortbildung angelegt. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und dann kann ich hier eben reinschreiben und mir dann auch noch aussuchen, wer das alles sehen soll. Bei allgemein sieht es eben jeder und bei anderen Channels kann ich dann eben mir aussuchen, wer das alles sehen soll. Die Kommunikation ist relativ simpel gehalten. Das bedeutet, ich habe jetzt hier Hallo geschrieben. Jeder, der das sieht und in meinem Channel drinnen ist, der kann darauf antworten. Dann ist das aber wie bei einer WhatsApp-Nachricht. Ja, genau. Der Björn hat gnädigerweise gerade schon darauf geantwortet. So sieht man jetzt, wie das Ganze funktioniert. Man bezieht sich, wie bei WhatsApp, ich habe es schon gesagt, immer auf die Nachricht, die zuvor geschrieben wurde. Und das kann relativ simpel sein, ja. Aber je mehr Teilnehmer da reinschreiben und eben auch nicht beim Thema bleiben. Man bezieht sich ja hin und wieder auch auf Sachen, die vielleicht jetzt gerade nicht bei diesem Thema dazugehören. Dann wird es schnell unübersichtlich. Genau. Und hier kann ich jetzt auch, Sie sehen es hier, die Leute einladen. Björn ist jetzt schon dabei. Ich gehe mal da drauf. Und hier kann ich eben einen Chatverlauf mit dem Björn an sich anlegen,
wenn gesetzt im Fall, dass es jetzt mein nächster Mitarbeiter im Team, mit dem ich mit irgendeiner Aufgabe betraut bin, dann kann ich das eben hier sofort machen, anstatt das hier im allgemeinen Kontext zu machen, was eben, wie schon gesagt, dann nicht dahin gehören sollte oder würde, und dann vermülle ich diesen Chatverlauf hier unnötig, anstatt das einfach mit demjenigen zu besprechen oder zu schreiben, den es betrifft. Eine weitere Funktion, für die ich Slack sehr schätze, ist, dass man andere Apps einpflegen kann. Das machen wir jetzt mal hier. Ich habe das schon mit Jitsi gemacht, im Vorhinein. Hier sieht man dann auch, und das finde ich sehr gut, die Einstellungen, was man eben, was Jitsi sehen kann, die Inhalte, kann man alles durchlesen. Nur damit Sie mal ein Bild davon bekommen haben. Und hier, wir gehen jetzt nochmal schnell auf die App-Übersicht, damit Sie da einen Eindruck bekommen. Wie gesagt, Jitsi ist schon mit drinnen. Diese ganzen Sachen hier, die aufgelistet werden, kann man mit reinnehmen. Und das machen wir jetzt mal mit Trello. Hier sieht man dann auch, was das alles kann. Das hat ja der Björn gerade schon im Vorhinein erklärt. Genau, und dann zu Slack hinzufügen. Und dann dürfte eigentlich dort genau dasselbe, ja. Beenden Sie den Tab Tango. Sie müssen sich zuerst anmelden. Ja, gut. Das ist aber dann, bei Trello bin ich gerade nicht angemeldet. Das müsste ich davor machen, um das dann einpflegen zu können in Slack. Aber an sich sollte das jetzt rübergekommen sein. Und dann würde das eben hier unten mit aufgezeichnet werden. Und so sind die beiden miteinander koordiniert. Und wenn bei Trello jetzt zum Beispiel ein neues Board aufgemacht wird, dann würde ich das hier auch sehen. Genau, und dann hat man das eben alles zusammen, was für den Workflow eben sehr, sehr intuitiv sein kann und eben ja, Arbeitsaufträge vereinfachen kann, wenn man das möchte. Bei Slack gibt es auch die Möglichkeit der Telefonie. Das ist vor allem dann, finde ich, sehr sinnvoll bei der Online-Version. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Die Online-, also die App-Versionen bei Android oder iOS laufen sehr reibungslos. Ich nutze es hauptsächlich auf dem iPad und da kann man gut mitarbeiten. Was vielleicht ein bisschen störend ist, wenn man dann Trello und Slack zusammen nutzt und auch miteinander synchronisiert hat, muss man schauen bei den Einstellungen wegen den Nachrichten, wenn was von Kollegen geschrieben wurde, dass man das dann nicht von beiden Apps die ganze Zeit geschickt bekommt, weil ansonsten ist man getriebener seiner Arbeit auch nach Feierabend und das kann dem einen oder anderen nichts ausmachen, das sehe ich schon ein, aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der dann schon auch ein bisschen gestresst wird davon und das sind eben Sachen, die muss man beachten. Genau. Man hat auch noch, oder Slack an sich hat auch die Möglichkeit geboten, jetzt seit letzter Woche, glaube ich, machen die Webinare zu der Funktionalität von Slack, um eben Interessierten auch einen Einblick zu geben, was man damit alles machen kann. Einfach mal auf die Homepage gucken. Ich glaube, morgen ist sogar wieder ein neues Webinar. Genau. Ja. Ach ja, genau. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Die Diskussionen können eben in offenen und geschlossenen Channels sein, dass eben, wenn man hier auf die Person geht oder halt hier eben in einem offenen Channel arbeitet.
Und ansonsten, ah ja, genau, Dateien hochladen geht, ist aber jetzt nicht so kollaborativ wie zum Beispiel Google Docs oder so. Also man kann jetzt nicht, während man Word-Datei bei Slack hochgeladen hat, kann das nicht von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet werden, so ist es nicht. Aber wenn es darum geht, weiß ich nicht, einmal zur Korrektur zu lesen oder sowas, das kann man dann hochladen, dann wird es bearbeitet, wird nochmal hochgeladen, genau. Also das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, die eierlegende Wollmilchsau, die es zum Teil ist, ja, aber vielleicht halt auch nicht, je nachdem. Das wird auf die Einzelperson ankommen, ob das für jemanden in Frage kommt oder nicht. Ja, genau. Gibt es denn Fragen, Tobi? Ja, genau, es gibt noch ein paar Fragen. Mhm. Und zwar, vorher wurde auch gesagt, dass man bei Slack noch im Hauptchannel sozusagen den Unterthread erstellen kann. Kannst du uns das mal zeigen oder weißt du, wie das geht? Ich hoffe, ich verstehe richtig, was derjenige machen will. Ein Hauptchannel, ein Unterthread. Genau, also. Wenn jemand das geschrieben hat, kann man da nochmal einen eigenen Chat zu dieser Nachricht erstellen, sozusagen, glaube ich, ist damit gemeint. Mhm. Ich habe das so verstanden, dass einfach ein eigener Thread erstellt wird. Also nicht ein Unterthread, sondern einfach ein eigener Thread. Ja. Ich glaube, so geht es auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall, richtig, ja, genau. Aber das ist eben das, was ich vorhin schon gemeint habe. Wenn ich jetzt hier bei Allgemein was reinschreibe, kann ich eben nicht auf jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Hallo miteinander, könnte ich jetzt nicht hier drauf gehen und mich darauf ziehen. Ich kann noch mal ganz kurz den Bildschirm anmachen. Dass wir... Ach so, oh Gott, das habe ich total vergessen, Entschuldigung. Ja. So, hier habe ich Hallo miteinander geschrieben. Man sieht es schon. Was kann man da? Nachricht teilen. Thread starten. Ist das damit gemeint? Genau, und ich glaube, dann kann unter dieser Nachricht nochmal extra diskutiert werden, ohne dass das im Hauptchat erscheint, aber alle können es trotzdem noch mitlesen unter dieser Nachricht. Ja, genau. Also das geht schon. Genau. Aber ansonsten finde ich, ist jetzt alles gesagt. Wie gesagt, für weitere Fragen oder Anregungen, die Sie sich noch holen können, gerne auch bei Slack die Webinare nutzen. Da kann man sich auf der Seite eben informieren und anmelden. Das sollte dann hinlänglich Genau, dann hatten wir noch eine Frage, und zwar ist Slack kostenlos. Auf der Website steht, dass es für kleine Gruppen kostenlos ist. Was richtig. Ist damit gemeint? Genau. Das ist wie bei Trello eben auch, dass bestimmte Funktionen eben kostenlos sind und auch bis zu einem gewissen Workflow das kostenlos ist. Aber wenn man das eben dann, und da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo da die Grenzen sind, aber wenn man das eben über ein gewisses Maß hinaus nutzt, dann wird es kostenpflichtig. Und bevor die Frage noch kommt, DSGVO oder nicht, der Server von Slack ist auch in Amerika, von dem her. Verweise ich, auch wenn das vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt ist, Aluhut runter. Das muss eben jeder für sich selber entscheiden, was man da für Informationen reingibt oder nicht. Okay, danke. Ja. Ich glaube, das waren die Fragen schon alle zu Slack. Jetzt hätten wir noch ein paar andere Fragen zu Zoom nochmal, Björn. Und genau, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit kommen wir dann doch zum offiziellen Ende. Und ich würde vorschlagen, alle, die jetzt noch Fragen haben, dürfen gerne noch hier bleiben und wir können noch ein bisschen weiter quatschen. Aber damit wir so den Zeitrahmen bis 11 Uhr einhalten, würde ich jetzt kurz noch zum Schluss auf unser Feedback hinweisen. Wir haben nämlich eine kleine Feedback-Umfrage vorbereitet mit PollUnit. Das ist ein Dienst, den wir dann auch am Freitag noch intensiver vorstellen werden.
Auch gleich nochmal der Hinweis, Sie haben es wahrscheinlich schon gelesen, aber ich sage es nochmal, am Freitag wieder um 10 Uhr gibt es Teil 2 des Webinars zum Thema Diskutieren, Abstimmen und Kollaborieren. Also da werden wir noch weitere Tools vorstellen. Also wer da Interesse hat, darf gerne am Freitag wieder sich einklinken. Und wir brauchen nochmal kurz den Link. Genau, den poste ich gerade. Hast du den zur Hand? Ja, wunderbar. Also dann finden Sie gleich im Chat noch den Link. Genau, da ist er. Wurde gerade von Tobi an alle gepostet. Genau, ich sehe gerade, es werden auch schon weniger Teilnehmende, deshalb bitte, bevor Sie jetzt gehen, bitte noch ganz kurz den Link anklicken. Es sind 8 kleine Fragen, die Sie mit Sternchen bewerten können und Sie können unten noch Kommentare dazu schreiben. Also wenn Sie runterscrollen, ganz unten gibt es noch ein Kommentarfeld, wo Sie noch weitere Kommentare eintragen können. Zum Beispiel sehe ich hier gerade im Chat jetzt die Frage, gibt es eine Teilnahmebescheinigung? Kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen spontan, weil das jetzt so schnell alles entschieden wurde und im PI ist momentan auch das Personal nur in den Homeoffices und nicht wirklich im PI vor Ort. Deshalb, wenn Sie da Interesse haben an der Teilnahmebescheinigung, würde ich sagen, bitte wenden Sie sich direkt nochmal dorthin und klären Sie das da ab. Wir können das auch nochmal weitergeben, aber wir haben jetzt die Anmeldung natürlich auch nicht verbindlich gestaltet, sondern wir haben hier einfach Leute, die sich mit irgendeinem Username hier eingeloggt haben. Da ist es relativ schwierig, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Aber wie gesagt, wer da Interesse oder Bedürfnis hat, bitte nochmal direkt ans PI wenden. Genau. Oder eben in den Kommentaren das hinterlassen und dann vielleicht gerne auch eine E-Mail-Adresse oder Ähnliches dazu schreiben. Ansonsten bei uns beim Studio im Netz gibt es auch eine Feedback-Möglichkeit quasi, ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Da können Sie auch nochmal, wenn Sie Fragen haben, das über dieses Kontaktformular an uns schreiben, dann kommt es auch an. Genau. Und dann würde ich sagen, können wir zum offiziellen Ende kommen. Wer zufrieden ist oder auch nicht, wie auch immer, darf sich ausklinken. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann können wir jetzt einfach noch ein paar weitere Fragen besprechen. Okay, Tobi, dann gebe ich jetzt nochmal an dich. Genau. Wir haben sich schon wieder ein paar Fragen angesammelt. Und die erste Frage, die geht gleich wieder zu Zoom, geht Richtung Datenschutz wahrscheinlich auch ein bisschen. Ist es richtig, dass Zoom die Benutzerdaten an Facebook übermittelt? Ja. Gute Frage, habe ich auch gelesen. Das ist momentan eben, wie gesagt, überschlagen sich die Ereignisse. Ich hatte auch diesen Hinweis gelesen oder den Bericht gelesen, dass es in den AGB irgendwie eine Klausel gab, wo Facebook nicht konkret erwähnt wurde, wo dann also vermutet wurde, dass an Facebook Daten übermittelt werden. Ich weiß jetzt momentan nicht, was Stand der Dinge ist. Ich weiß nur, dass die auch ein bisschen unter Druck stehen und dass natürlich Datenschutzbeschwerden oder Fragen gerade aus Europa, aber auch aus Amerika eingehen bei Zoom selbst und dass die wahrscheinlich stündlich irgendwie auch neue Verhandlungen und so weiter abschließen. Der Punkt ist natürlich immer, die müssen sich auch irgendwie finanzieren und wenn sehr viele Leute den kostenlosen Modus nutzen, dann ist es verständlich, dass die mit Google oder Facebook oder Ähnlichem zusammenarbeiten, um irgendwie Einnahmen zu generieren. Das ist immer der Haken an den Gratisdiensten. Also da muss man einfach mal mitverfolgen, was sich da noch alles tut und was da jetzt konkret Stand der Dinge ist. Okay. Wir hatten vorher zu Jitsi noch eine Frage, die wir leider nicht mehr geschafft haben. Und da war die Frage, bis zu wie vielen Teilnehmern läuft es denn stabil? Die habe ich vorhin auch noch gelesen. Ich habe es mir deswegen noch notiert. Man hört mich, oder? Ja. Ich habe schon Videokonferenzen mit 20 bis 30 Teilnehmern gehabt. Also damit geht es auf jeden Fall. Was man auf jeden Fall wissen muss, ist dadurch, dass es eben Open Source ist und auch kostenlos und so, muss man natürlich auch schauen, dass die Breitbandlösung auf jeden Fall oder dass man nicht zu viele Daten verbraucht und deswegen muss man da darauf achten, dass man es am besten nutzen kann, wenn eben alle Teilnehmer sowohl Ton als auch Bild ausmachen. Und da ist natürlich dann auch diese Fingerzeig- oder Handhebefunktion sehr, sehr sinnvoll, weil man dann eben halt, obwohl man nicht sprechen und sich nicht physisch zu Wort melden kann, dann trotzdem noch Gehör findet. Genau. Also deswegen, wenn man das in größeren Teams nutzen will, geht es auf jeden Fall. Wie gesagt, vorhin schon, die mobilen Lösungen sind ein bisschen fehleranfälliger
Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel nicht traut, einen Zoom-Account anzulegen und die ersten Videokonferenzen im Homeoffice oder im Arbeiten mit dem Team zu versuchen, dann könnte Jitsi auf jeden Fall eine Alternative sein. Alles klar. Dann haben wir hier noch die Frage, welche Vor- und Nachteile Zoom denn gegenüber Microsoft Teams hat? Die wurde auch mehrfach gestellt. Zoom gegenüber Microsoft Teams. Genau. Ja, ich bin zu hören. Microsoft Teams ist nochmal ein ganz anderes Modell. Zoom ist eine sehr offene Lösung. Ich kann einfach ein Meeting anlegen, kann den Link irgendwo posten und alle, die den Link haben, können sich einloggen. Das ist bei Microsoft Teams nicht so einfach möglich. Da ist man eher an die User-Accounts und so weiter gebunden. Das ist, glaube ich, die Frage, was einfach vor Ort auch üblich ist. Also es gibt viele Schulen, die arbeiten intensiv mit Microsoft oder mit der Office 365-Lösung und können dann auch Microsoft Teams nutzen. Das ist aber nicht bei allen Schulen oder auch sonst nicht bei allen Einrichtungen oder Freiberuflern oder Ähnlichem der Fall. Und da ist Zoom einfach ein ganz anderer Ansatz. Und deshalb unterscheidet sich das da schon deutlich. Genau. Genau, die Sibylle hat ja auch darauf noch geantwortet, dass 4 Teilnehmer nur gleichzeitig bei Teams angezeigt werden können auf dem Bildschirm und keine Möglichkeit gefunden wurde, die Mikrofone alle abzuschalten. Aber da unterscheiden sich die Programme dann wahrscheinlich wieder individuell. Mhm. Genau. Sonst gibt es bisher keine weiteren Fragen. Okay. Wenn es noch Fragen gibt, jetzt ist noch die Möglichkeit. Genau. Wir können sie auch öffnen. Sie dürfen auch alle gerne Ihre Mikros anschalten und einfach über Ton sich einbringen, wenn Sie möchten. Ja, jetzt sind wir auch schon 45. Das sollte ja eventuell funktionieren. Es wird deutlich weniger, ja. Ansonsten, wenn keine Fragen mehr kommen, können wir mal gucken. Nö, meldet sich niemand mehr zu Wort. Gut, dann würde ich sagen, doch. Jetzt gibt es Musik im Hintergrund, das ist auch schön. Schön rausschmeißen. Okay, dann würde ich sagen. Da ist doch noch jemand. Da ist noch jemand. Herr Obst. Stunde. Es war leider über 100 Leute im Meeting, ich konnte nicht beitreten vorher. Ich habe leider nichts mitbekommen. Oh, ja. Ja, aber danke. Aber wir haben es. Ja, bitte, bitte. Wir haben es aufgezeichnet, sofern das funktioniert hat. Ja, dann genau, dann stellen wir das on demand rein und dann halt am Freitag früher da sein. Okay. Weniger Leute rein. Nein, ist ja klar. Schön. Okay. Genau. Gut. Genau. Also das Video kommt in YouTube, genau, es gibt auch gerade die Fragen im Chat. Also wir werden es zu YouTube hochladen und werden es dann auch wieder auf unserer Seite verlinken, beziehungsweise einbinden und dann kann man das auch nochmal angucken. Alle, die jetzt später kamen oder die gar nicht reinkamen, wie auch immer. Ich denke, es wird einen Zugang geben. Okay, dann bedanken wir uns für die Teilnahme und ja, sehen uns vielleicht am Freitag wieder. Wer Interesse hat, Freitag um 10 Uhr können wir uns wiedersehen, wieder hier unter diesem Link. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Tschüss.